Moin Jungs und Mädels und herzlich willkommen zurück im Grundkurs Gaming und zu Assassin's Creed Odyssey. Ja, letztens ist ja Patch 1.4, stimmt das, gedroppt und ich habe mir sagen lassen, von bitte nicht so laut, dass jetzt einmal das Level Cap auf 99 erhöht wurde. Da sind wir ja quasi gleich, aber das zum anderen die Söldner Vorteile sich geändert hätten. Stimmt das? Nee. Also vielleicht habe ich ihn da falsch verstanden oder ich bin doof. Nee, für mich sieht das immer noch gleich aus. Also das kann sein, dass hier irgendwie der Schrifttyp ein bisschen anders ist und so. Kalaria, die Seelenräuberin. Puh. Ja, Pleistozän Behänden haben wir besiegt, okay. Die treibt sich irgendwo in der Arena rum. Gut, damit haben wir nichts zu tun. So, womit haben wir da was zu tun? Mit der Wolfshöhle, die sich hier potenziell in der Nähe befindet. Hier wurden wir ja beim letzten Mal schon von Wölfen angefallen, wo wir gerade beim Thema sind. Ach, Sisyphus. You should have left Thanatos to it. Ja, ach so, ist hier Sisyphos. Ja, da ist er. Hatten wir dann nicht bei Sisyphos irgendwas mit so einem lustigen Rätsel? Wir schauen mal rollende Steine hin und her. Am Weg steht die Statue des Sisyphos, der seinen Felsen den Berg hinaufwälzt. Finde mich in der Höhle hinter dieser Statue. Aha, da wollen wir eh hin. Ich bin auf einem Tisch mit einem geopferten Wesen. Tisch, geopfertes Wesen hier in der Höhle. Das Grab des Sisyphos. Aha. Ach, den gucken wir uns am besten mal mit dem Adler an. Ne? Der ist so riesig. Oh. Ares-Kultisten. Bist du etwa ein Ares-Kultist? Ja, komm mal hier runter, Dicker. Ist ja blöd, ne? Das war gerade ein einfaches Attentat und ihr habt ja gesehen, der Balken war gar nicht vollständig gefüllt. Und trotzdem konnte ich den töten. Irgendwie werden da die Boni in diese Balkenberechnung scheinbar überhaupt nicht einberechnet. Das ist ja mal richtig schlecht. So sieht er aus, nämlich der Gute. Groß, nackt und mit dem Stein. Und Mikropenis, ne? Das war damals cool im alten Griechenland, kleinen Penis zu haben. Er ist tatsächlich so, ne? Ist jetzt kein Quatsch. Aber diese ganzen Statuen werden halt immer mit kleinen. Ja, das war zu spät. Wie kommt er raus? Traut er sich? Ja, da müssen wir uns auch hier nicht mehr über das andere unterhalten. Ha, Schulterwurf. Speer durch den Kopf. So, dann bleibe ich hier mal im lustigen. Busch hocken. Da ist noch ein Schatz. Kommt da schon der nächste raus? Hat er irgendwas gehört? Schleicht auch so.
sind da echt nur 4 Leute drin und 2 sind jetzt schon rausgekommen, oder was? Psst, hey du. Da liegt eine Leiche. Sei da vorsichtig. Ja, was treibt er jetzt da? Nix. Die Leiche hier vorne hat er scheinbar auch nicht bemerkt. Best day out of sight. Ja, aber trotzdem nicht zu weit weg, ne, Cassandra? Jetzt komm doch mal her hier, du Typ. Er da unten hat erstmal gar nichts mitbekommen. Das ist mir natürlich bei Fieslingen immer ein bisschen sympathisch, immerhin. Steht auch mal im Rücken zu uns. Das mag ich auch. Also ihn hier mag ich. So, und jetzt drücke ich nur einmal kurz. Und das hat er tatsächlich überlebt. Also ich fand ja schon hier das Schubsen mit dem Hammerstiel dann nochmal. Also ein bisschen unnötig, aber ihn dann tot zu treten im Endeffekt. Ja, krasse Sache, Cassandra. Eroberer Beinschienen. Yay. So, Ort abgeschlossen, das Grab des Sisyphos. Wir suchen natürlich noch den Opfertisch. Na, da unten leuchtet es auch schon blau. So, 4% Schaden mit Schwertern und Dolchen. Oh, super Gravur. Na, die Höhle scheint so an, gerade sage ich es, an seltenen Mineralien ganz ergiebig zu sein. Ja, maybe not. Gut, haben wir die Hülle mal abgehakt. War jetzt, wie soll ich sagen, eine eher kleine Herausforderung. Dann können wir Sisyphos noch mal auf den Arsch glotzen. Wo können wir da eigentlich an dem hochklettern und dann einen wunderschönen Screenshot machen? Ich denke, wir können. Oh, wahrscheinlich macht Cassandra auch wieder eine lustige Bemerkung. Das versuchen wir gleich mal. Haha, das sieht doch super aus, oder? Ich finde schon. Wer anderer Meinung ist, geh weg. So, wollen wir mal hier so ein bisschen rumklettern. Also, sie sagt gar nichts. Das ist echt schade. So, wohin wollen wir denn als nächstes? Hier sind wir durch mit jener Provinz. Oh, was gibt's denn hier Schönes? Ein unentdeckter Ort. Rückkehr des verlorenen Sohns. Ja, ich weiß gar nicht, ob das für uns interessant ist irgendwie. Aber ich meine, wir gehen einfach mal hin. Schauen uns das an. Lassen uns überraschen. Ich weiß gar nicht, worum es dabei geht. Aber das können wir ja vielleicht... Ne, wir scheinen es noch nicht in den Quests zu haben. Ich vermute, es sind halt mehrere zusammenhängende Quests irgendwie. Kehre nach Athen zurück, ja bald.
Der helle Kopfgeld? Nee, das ist nichts für uns. Ja gut, wir können es uns ja mal angucken. Oh, noch ein toter Wolf hier. Weil wenn es so weitergeht, gibt es hier bald keine mehr. Bei dem Wildschwein mache ich mir da gar nicht so die Sorgen, ehrlich gesagt. Ich würde jetzt nicht sagen, die dürften meinetwegen auch aussterben, ne? Aber hier im Spiel nerven die schon hart. So, der Altar der Kyklopen. Oha. Oh. Hey, what are you doing here? Wer denn? Ich bin gar nicht hier. Wen meinst du denn? Ich? You can't. Also, ob ich kann oder nicht. Das entscheidest du ja nicht. Brot. Na gut, der Mann hat Brot dabei. Aha, das ist hier quasi meine Festung. Ein befestigter Altar. Gut, verstanden. Wo muss ich hin? Ach hier, da hockt ein Gefangener. Gut, so voll ist die Festung jetzt gar nicht. Den dicksten habe ich auch schon ausgeschaltet. Guck mit der Front zu uns. Warum tut er das? Der ist ganz schön weit geflogen. So, und da drüben, die haben sich gerade schlafen gelegt, wie es aussieht. Das sollte man natürlich nicht machen, wenn eine Cassandra in der Nähe ist. Ja, um dich kümmere ich mich gleich. Dann schaue mich hier nur mal kurz um. Prioritäten und so, ne? So, ein paar uralte Tafeln mit schiffsbauerischen Geheimnissen oder so. Das hat Kling gemacht zu meiner Rechten. Oh. Jetzt sieh mal einer an. In der Leichengrube finden wir ein bisschen Kleingeld. Hier hängen auch so viele Leute. Was ist denn los mit denen, dass sie hier immer die Leute so runterhängen müssen? Ah, hallo, gute Frau. Darf ich einmal befreien? Ja. Tja, aber jetzt schon. So, den Altar des Kyklopen haben wir abgeschlossen. Dann schauen wir doch mal, was jener Mann hier zu erzählen hat. Aufheben? Ja gut. Just take me to my potter's house. It's in the port of Gehries. Das ist aber eine ganze Strecke hier, würde ich sagen, ne? Wir gucken uns mal jene Quest an, was es damit auf sich hat. Rückkehr des verlorenen Sohns, die Verführung eines Bruders. Cassandra traf einen mysteriösen, aber hübschen jungen Mann, der in einem Banditenlager gefangen gehalten wurde. Nachdem er seine Freiheit zurück hatte, bat er Cassandra, ihn zum Haus seines Vaters zu eskortieren. Bring Lykinios zum Haus seines Vaters. Okay. Das können wir machen. Ich weiß halt nicht, warum jene Quest halt so mit der, ja, Türkis, ne, mit der Orykalkos verwendeten Farbe hier im Spiel. Ja, ich denke auch, ne? Wir werden mal auf Pferd umsteigen. Komm her hier. Sie werden platziert. Nein, nicht aufheben. Auf sitzen, genau. Ella. What did those bandits want with you? They said something about getting what they were owed. But I have no idea what they meant. You've never seen them before? Come to think of it, they did look familiar.
Hey, nicht runterfallen. A group of bandits has been harassing the port I grew up in for as long as I can remember. Wo bin ich denn jetzt eigentlich hingeritten hier? Das ist doch schon wieder was ganz was anderes. Ah, okay, aber es ist wenigstens noch dieselbe Provinz. Nesinis Folterstätte. Dieser skrupellose Bandit hat angeblich die Angewohnheit, Bäume zu verbiegen, um Menschen daran zu fesseln. Wenn er die Bäume losließ, wurden seine Opfer zerrissen. Zur Strafe dafür wurde er von Theseus getötet. Gut gemacht, Theseus. Danke dafür. Der Hafen von Kenchrai. Dieser Hafen lag optimal an der Kreuzung der östlichen Land- und Seehandelsrouten. Aphrodite und Poseidon, deren Statuen am Meeresufer standen, wurden hier verehrt. Ja, das könnte doch ein gemütlicher Ort sein hier, oder? Ich weiß es nicht. Hier haben wir auch irgendwie die nächste Quest. Also gucken erstmal, was hier dabei rauskommt. Ist das hier oben die Folterstätte? Ich glaube schon, ne? Nee, das ist der Tempel. Die Folterstätte war hier direkt am Wegesrand. Da reiten wir nochmal einen kurzen... Ah ja, hier. So, okay. Er liegt wieder vernünftig auf dem Pferd. Wie es sich für einen anständigen jungen Mann gehört. Nicht mehr so halb daneben. Hier der Nebel. Super geil. Gefällt mir richtig gut. Macht eine schöne Stimmung. Ist halt auch realistisch, ne? Da, wo es so ein bisschen feuchter ist in den Niederungen, ist dann ein bisschen kühler, ein bisschen mehr Nebel. Entschuldigung, ich müsste mal gerade. Ich habe hier. Here we are, Potter's House. Und das Seefahrerdock. Ja, ist doch ein hübsches Haus hier. Kann ich von alleine absteigen? So, dann schauen wir mal nach. Muss das Ziel auf den Boden legen. Ja, wo? Auf die Schwelle hier direkt, oder was? So, does my enchanting rescuer have a name? Und plötzlich kann er laufen. Well met. I'm Licinus, famed poet of Athens. I have come to visit my dear pater and brother. Speaking of which, Timotheus, I'm home. This is the lovely Cassandra. She rescued me on my way here. Where is... Father's dead. What? He was killed a few days ago by local bandits. And this is how you tell me? I need to prepare for the burial. I suggest you do the same. For saving my brother. If you're as tough as you look, I could use your help with something else before you go. Holz hacken? Can you believe him? We all grieve differently. Your brother just lost his father too. Ever since Timotheus returned from the war, he's been different. He fought for Athens? For a little while. So did my pater. Now they're both fishermen. Or my pater was, I guess. Give him time. I'll leave the brooding to Timotheus. You're a mercenary, right? I want vengeance on my pater's killers. Haven't you had enough bloodshed for one day? That's why I'm hiring Amystios to do the fighting for me. And my brother said he could use your help too. All right, I'll stay and help. How should I track down the bandits Timotheus mentioned? Their hideout is rumored to be just west of here, in the ruined temple of Zeus. I'll make sure the bandits pay for what they did. Timotheus, you said you could use my help. My father served in the Athenian military. He deserves a proper military burial in his Athenian armor. But that armor was stolen from our home not that long ago. You want me to get it back? No. My father said he saw the thief running out of town after he stole it. But the merchant should have some Athenian armor. Tell him it's for Diocles' burial. They were friends. I'll get the armor for your father's burial.
Interessant. Mehrere Quests angenommen. Ja, klar. Warum nicht? Schauen wir uns noch kurz an. Die Totenehren. Lykinos, ein angeblich bekannter, okay, Athena-Poet, erfuhr von seinem Bruder Timotheos, dass ihr Vater ermordet worden war. Die Brüder baten Kassandra, ihnen bei den Vorbereitungen für das Begräbnis zu helfen. Führte die Banditen, beschaffte die Athena-Rüstung, okay. Blutopfer. In wenige Momente, nachdem sein Trauer begann, bat Lykinos Kassandra, die Schmuggler und Banditen, die seinen Vater Diokles ermordet hatten, zu finden und zu töten, um seinen Verlust zu rächen. Okay. Und gut gekleidet für Charon. Timotheos wollte seinem Vater ein militärisches Begräbnis in seiner Athena-Rüstung ermöglichen. Leider war Diokles-Rüstung aus seinem Haus gestohlen worden, also bat Timotheos Kassandra, eine andere Rüstung von einem Händler zu besorgen. Cool. Ja, Charon, ne, der Fährmann, der über den Styx übersetzt und dahinter das Reich der Toten. Ja, Jungs und Mädels, das war ja mal interessant hier. Für heute war es das allerdings schon wieder. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen und wünsche euch noch einen wunderschönen Tag und hoffe, dass ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Macht's gut und bis dann. Ciao.